Oh, ja, da sind wir wieder. Und Ja, moin denn. genau, heute wollen wir ein bisschen Geld generieren und ein bisschen Maschinen eintauschen, umtauschen und noch ein bisschen den Hof aufräumen. Und das ist halt alles auch so gesehen, dann schon ein bisschen vielleicht was vorbereiten, ein bisschen Mist vielleicht noch machen, ne? Genau, wir wollen halt, wir haben uns mal hier jetzt wirklich 2, 3 Stunden hingesetzt, sag ich mal so, oder ja, doch 1,5 Stunden war das. Ja. Nee, 2 Stunden war Ja, das. Mods aufgeräumt. Mods runtergeschmissen, aufgeräumt, zugebucht, so dass wir jetzt mal ein ganz gutes Pack zusammen haben, weil man weiß ja erst nach einer gewissen Zeit, was man so braucht. Wird Genau. sicherlich nochmal was dazukommen, aber wir haben mindestens 30 Mods runtergeschmissen Genau. und werden hier jetzt die Sachen so weit zusammenkaufen, dass wir jetzt mal auch mal ein bisschen, dass wir nicht mal mieten müssen, weil das hat uns ein bisschen genervt. Wir haben ja die Silage und können damit auch die BGA erstmal ordentlich befüllen. Das Weizen kann weg. Erstmal, dass wir da ordentlich Kohle haben. Zum Genau. Beispiel, weil den Häcksler wollen wir uns auch nicht mieten, sondern der wird gekauft. Genau, und wir haben uns jetzt auch was mit den Punkten ausgedacht. Wenn ihr die Punkte habt, da würdet es wird dann jetzt demnächst über die Punkte laufen, um teilzunehmen bei den Gewinnspielen und so weiter. Und guten Tag. Hi Ossi. Ja, Ossi! danke. Hi! Danke. Danke für Bild und Ton. Also, wie gesagt, zu den Punkten, die werdet ihr dann brauchen, wenn ihr bei den Gewinnspielen dann teilnehmen wollt, weil da werden jetzt in nächster Zeit dann ein paar mehr kommen in den Livestreams. Und wir haben jetzt halt überlegt, am Donnerstagabend wird die Häckselaktion stattfinden. Also, das heißt, an dem Feiertag, an dem 5., da werden wir dann Donnerstagabend den Häcksel-Livestream machen. Und wir haben jetzt schon die Personen angeschrieben, die sich bei uns gemeldet haben. Die sollten sich, je nachdem, bis heute Abend bei uns melden. Und sonst werden wir nochmal einen Aufruf starten, wer sonst noch Lust hätte. Moin, Paula. Hi Paula. Was ihr natürlich haben solltet, wenn ihr noch dabei seid, Teamspeak definitiv und euer Rechner und eure Internetleitung sollte das schon können, weil wir werden nachher mit 10 Leuten ungefähr auf der Map rumballern. Also der Dedicated Server ist schon erhöht, TS Server auch. Und dann wollen wir mal richtig schön 2 Stunden Spaß haben und real mal rumhexeln. Also Genau. richtig mit anhexeln, rückwärts fahren und so einen ganzen Kram. Wir brauchen keine DLCs, das werden wir dieses Mal noch nicht machen. Genau, Das ohne brauchen wir ja DLCs, nicht, ohne weil DLCs, genau. Und es werden halt auch nur die wichtigsten Mods dann da aktiviert sein, die wir dann brauchen für den Abend oder für damit die wir möglichst Maishäcksel-Aktion. Performance, genau, Genau, also der Hof schonend wird alles auch ist. leer, der wird leer sein. Genau, damit das für die Leute, die vielleicht jetzt nicht den Überrechner oder weiß nicht was haben, auch spielbar ist. So, ja, dann würde ich mal sagen, ich schnapp mir den Johnny, schnapp mir die zwei Fliegelanhänger, oder? Du kommst mit dem, weiß nicht, mit dem Klaas oder so. Ja, Und schnappst dir den anderen Anhänger noch. Weil dann können ja, wir pass direkt alle auf. drei Anhänger voll machen mit Silage, oder? Zum Verkaufen. Ja, aber es ist auch so, dass bei der Mistfutterration das Heu leer ist. Ja, da können wir uns ja gleich drum kümmern. Da können wir aber auch nachher die Heuballen einfach mal hingucken. Genau. Weil dann generieren wir jetzt erstmal zusammen Geld, würde ich sagen, damit wir ein bisschen was zusammen jetzt hier machen und nicht wieder einzeln rumtuckern. Gut, ich nehme mal. Kannst ja auch einen anderen nehmen, also, ne, das war jetzt Ja, nicht, du weißt doch, was ich möchte. Dann können wir aber zu zweit aufladen. Ja, genau, dann musst du die Schaufel mitnehmen, ne? Ja, dann nehme ich mir, was willst du? Willst du die zwei Fliegel oder willst du den, Krampe? Denk dran, die Frontladerkonsole einzublenden. Na, aber sicherlich, mein herzensguter Mitarbeiter, Freund. Ich blende sie mal bei mir aus, ich brauch's ja nicht. So. Ja. Was möchtest du haben? Welchen? Ich würde die Fliege nehmen, dann nimm du das fette Geschütz. Okay, das steht ja bei den Kartoffeln da drin. Und ich werde noch mal kurz etwas kaufen. Was wurden jetzt gerade gekauft? Ach, Was? die, Was? hast du eine Schaufel gekauft? Ja, und zwar die. Du weißt, welche ich Ja, meine. klar. Weil die ist ganz gut. Die ist auch zum Mistfahren, finde ich die gut. Finde ich besser als mit der Radladerschaufel das zu machen. Ja. Ich hoffe, du hast natürlich dein Heckfenster auf. Wir haben 30 Grad. Ja, Chef. Sonst habe ich leider kein Wo sind denn die Fenster. Fliegels? Die stehen da hinten bei den Güllefässern. Ah, cool. Bin ich ja verkehrt gefahren.
Ja, bis gleich. Und dann werde ich erstmal die BGA ordentlich voll machen. Pflanzenwachstum haben wir auf an, ne? Paula, wo Okay. kommst du eigentlich her? Du kommst auch irgendwie aus dem Norddeutschland, oder? Pflanzenwachstum ist an, ja? Weiß ich nicht. Das. Hast du mal geguckt oder soll ich mal gucken oder? Ich kann auch gucken. Mir ist das egal. Ist auch ratzfatz mal geguckt hier. Wollen wir nicht so lange drüber reden. Ja, aber Pflanzenwachstum, ja, ist ja alles schon Langsam, fertig. ja. Ist alles fertig. Nee, dann ist ja gut. Moinsen, Coffee. Coffee. Wie schüchtern er auch grüßt, ne? Oder sie? Ja. Sie, ne? Das ist eine Sie. Coffee ist eine Sie? Nein, aber das Bild ist eine Sie. Ja, das kann auch ein Kölner Jung sein. Ich hab's live miterlebt. Ich dachte immer nur Respekt auf den Schuhen zu laufen. Ja, heute werde ich auch nicht mitstreamen, weil, wie gesagt, das funktioniert noch nicht so optimal. Klar, alles, Chico. Na Logo. Ja, was können wir jetzt mit den Silageballen überhaupt anfangen? Die können wir eigentlich nur im Mischfutterwagen benutzen, ne? Weil ich denke mal hinten an der Mischfutterration. Ah doch, da könnten die vielleicht angenommen werden, in dem großen Trigger da. Nochmal was? Die Silageballen, die wir haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil, dann müssten wir die, ja, gut, die können ja erstmal im Feld liegen bleiben. Aber die müssten dann später nach und nach da gebracht werden, ne? Ja, jetzt schnapp ich mir schon mal den Hanomag, ne? Und mach schon mal meinen Hänger voll. Mach natürlich den anderen, den kleinen Aufbau drauf. So hoch kommt der Hanomag ja gar nicht. B-b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 -
The Real Topstar. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei uns. So. Das habe ich mal ordentlich hochgezogen. Ja, musst du nur aufpassen, ne? Nicht zu extrem. Nein, nein, ich habe auf 15 MHz Speichertaktfrequenz und 1122 MHz GPU. Und den Lüfter auch voll ballern machen, ne? Lüfter ist 18, Tempo. Mach auf 100%. Dennis ist hier aber. Ja, aber ist besser. Leistungssteigerung plus 7%. Coffee, ja. Donnerstagabend ist das Event geplant zum Häckseln. Ich habe eine Auslastung von 23%, also. Ich habe bei mir auch nur eine Auslastung von 17%. Ich muss mir ja erstmal rantesten an so eine Leistungsgrenze 7%. Aber was mir gerade einfällt, ich muss mal eben den Hashtag oder den Namen des Streamers ändern. Paula. Ich auch immer hier einen auf den Sack krieg. Warum? Die Panzersicherung, genau, mit Panzerband. Ja, nee, Koffi, dann ist doch. Dann viel Spaß im Urlaub. Das ist doch auch cool. Ja, das Event werden wir, denke ich mal, auch auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Das dann auf jeden Fall in einem separierten Playlist so gesagt, weil das wird dann einfach so gesehen unter Events oder Veranstaltungen dann hochgeladen, das Video. Alter, läuft das jetzt flüssig? Ho! Ich muss ja noch auf Überleben drücken. Lüftergeschwindigkeit ist nur 50%. History Bear, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hey, vielen Dank. Hi, hey Joe. History Bear. So, wo kann ich mich denn hinstellen mit meinen Geschichten hier? Auf die andere Seite. Vom Haufen. Da habe ich viele Geräte dran. Hey, yo, es geht am Donnerstagabend, ist die Veranstaltung. Also da machen wir das große Maishäcksel. Da wird es dann rund gehen. Dann wird gehäckselt. Geh weg da mit deiner alten Kiste. Ja, da wird auch was Schönes als Ersatz kommen, ne, für den Hanomag hier. Wenn wir nicht viel für den kriegen, könnten wir den auch noch behalten. Ja, das können wir Zum echt machen. Weil Ausmisten das oder nicht so, so. genau, weil der da schon klein ist. Ja. Hast du mich im Rückspiegel? Ja, ich sehe dich schon. Ja, ich fahre von außen, dann sehen die Leute mehr. Ja, diesen Donnerstag, genau. Ja, schön oben Feiertag. Ich habe es zwar noch nicht mit meiner Frau abgeklärt, aber. Das ist Männertag, da musst du nichts abklären. Genau. Dann werden wir noch ein paar Häckselwagen aussuchen.
Und dann geht das los. Machst du dann am besten einen Heap-Trick-Trigger oder sowas, ne? Ja, ja, geht ja nicht anders, ne? Wenn man es da nicht direkt. Ja, ich kann ja. Man konnte es ja irgendwie da mal. Letztens konnten wir das da direkt reinkippen, Kevin und ich. Ja, wenn du da den Punkt triffst, ne? Aber dann musst du die Zeit auch auf 120 vorstellen. Wir werden es auch nicht zu spät machen, ne? Hey, yo, also, weil. Es gibt auch manche, die müssen früher ins Bett, also. Genau. Da werden wir schon irgendwas Cooles finden. Von der vom Zeitraum her. Weil es am Donnerstag beginnt, also ich denke mal so rum. Wow. Passt doch. Ich denke mal. Das hier mit der Kiste? Sag mal, siehst du, dass der Hanomag echt ein bisschen zu klein ist? Der ist ja kleiner als der Schlepper hier. Ja, ja. Der ist nicht so richtig in der Größe. Also ich denke mal, wir werden das so rund um. Ja, wie viel Uhr? Ich denke mal so 6 Uhr vielleicht starten. Ja, das ist ein guter Plan. Ich will da mit Blender durchstarten. Bin schon ordentlich am Lesen und dann will ich richtig durchstarten. Vielen Dank für dein Like bei Facebook, Coffee. Ja. Vielleicht bin ich ja immer so gut, dass ich auch über Twitch dann mal ein bisschen was beibringen kann oder Grundkenntnisse, sodass man sich darauf sehr gut das aufbauen kann. Und ich versuche dann das Skripten. Die Mods werden wir gesondert hochladen einmal. Die müsst ihr euch nicht zusammensuchen. Das werden wir einmal so machen, in dem Sinne dieses Pack. Da hat dann jeder eine bestimmte Zeit. Also wir werden uns alle im Teamspeak treffen. Dann hat jeder Zeit, sich das runterzuladen, weil dann werden wir diesen Link nämlich wieder löschen, damit er nicht weiterhin verteilt wird oder so. Hast du gehört? Was denn? Hast du gesehen? Kannst deiner Frau ja vorwerfen, dass du das gesagt hast und sie dir wohl wieder nicht zugehört hat. Ja, ja, das kann man natürlich tun. Viele sind hier noch drin. Du hast nur noch 72 Liter. 42 Liter. Was? Ich habe noch 66 Liter. Wir sind sparsame Fahrer. Klar. Dann häckseln wir noch. Guck mal, der haut doch hier nicht viel raus. Bei mir aus dem Auspuff. Der hat auf jeden Fall eine grüne Plakette, würde ich sagen. Der Hanomag hier. Das brennt alles. Öl, Wasser. Ich glaube, da kannst du reinschmeißen, was du willst. Ja, nicht, dass du jetzt. Das ist doof, ne? Der hat so eine Kollision da, ne? Ja, das ist blöd mit den Stangen da oben drauf. Bei mir gibt's die Probleme nicht. Ist voll, ne? Ich glaube schon. Ja, ich bin leer. Versuch mal noch was reinzukippen. Warte, warte. Da kriegen wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Kohle für diesen beiden Haufen hier. Ja, das war's. Soll ich das noch mitnehmen? Kannst du ja machen. Das macht man. Nee, das macht man nicht. Wir haben noch 159.000. Freitag werden wir wahrscheinlich auch stricken, aber nicht abends, weil ich da arbeiten muss. Herr Kovi, ich finde das mit Blender so genial, weil du dann da auch über alles texturieren kannst. Das ist das, was mich meistens interessiert, so Modelle zu erstellen. Das wäre auch alles so gar kein Problem für mich mit SketchUp, aber. Das Schöne ist ja, Blender arbeitet ja anders mit dem Polygon als SketchUp. Und deswegen wird das interessant. So, und ich werde nochmal einen Schluck aus der Pulle nehmen. An der Tankstelle. Also Donnerstag kann man mitmachen, aber Freitag nicht, du. Meckel 34, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Wo bist du denn? Vielen Dank. Ich muss hier noch tanken. Ach nee. Jetzt, echt jetzt? Meiner muss ja viel mehr arbeiten als dein Johnny. Ich habe 10 Stunden drauf. Wie viel Gewicht hast du hinten dran? 38 Tonnen. Ja, der John Deere, der ist schick. Der ist wirklich schick. So,
Zapfahren, einfach losfahren. Du kannst Gas geben, ich bin hinter dir. Hast du jetzt nur ein bisschen beigetankt, oder wie? Nee, ich hab voll getankt. Ich habe ja nur 250 Liter Tank. Dann bringen wir nochmal wieder ein bisschen Silage zu Watzlach. Hast du den neuen Sound eigentlich gehört? Nee. Hört sich echt gut an. Ja? Ja. Ich gleich mal hören, wenn wir an der BGA sind. Ja. Deiner ist so laut. Und Indoor Sound hörst du schon fast gar nichts mehr. Okay. Ich will gleich mal sowieso den Sound ein bisschen stärker machen. Vom Spiel. Na, sorry, hey yo. Ja, das wird aber auch nicht die einzige Veranstaltung bleiben. Nee. Das ist erstmal unsere Test, damit wir lernen, genau, was wir noch vorher beachten müssen. Ist bei dir ein Zug? Nö. Alles oben. Ja, wir machen das ja öfters, den ganzen Kram. Genau, genau. Nur die Zwischenarbeiten, die machen wir halt alleine. Und da, wo wir Hilfe brauchen, nehmen wir auch immer gerne Hilfe an. Genau. Dann haben wir noch zwei Helfer, den Kevin, also feste Helfer und Lerium. Das ist eigentlich, ja, Lerium ist auch, sag ich mal, auch ein, ja, müssen wir auch noch mitschreiben, ne? Mhm. Ja, ganz schön zu kämpfen hier. In den Ferien wäre geil. Wann sind denn nochmal Ferien? Weiß nicht, so lange her. Prost! In 2 Wochen sind Ferien. Hast du schon, ganz ehrlich, hast du schon mal mit 12 Leuten hier online gespielt? Nee. Ob das was wird? Ich weiß es nicht. Meine Temperatur bin ich bei 46%. Deine Temperatur? Ja, von der Grafikkarte. Muss so eine Gradzahl haben, oder nicht? Ja, 46 Grad. Bei mir 64 Grad. Aber die kann bis 108, bis 130 Grad gehen, die Karte. Ja, und ich habe die Lüftergeschwindigkeit nur auf 50%, ne? Meine sind aus. Dann kann ich die ja echt mal auf Vollanschlag stellen, ne? Mhm. Das könnte ich auch beim Stream dann mal machen, ne? Ausprobieren. Aber mein VRAM-Usage ist gerade mal bei 10, ja. 10% oder 9%. Aktivität habe ich 31%. Vincent Johansson. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Vielen Dank. Wie kannst du auch History Beat im Singleplayer spielen, ne? Muss halt viel mit Cosplay arbeiten und ist halt viel Arbeit. Ja. Die ist schon extrem, sag ich mal, für einen Singleplayer, wenn du die alleine spielen willst. Die hab ich mir auch mal angeguckt. Die ist auch schick geworden. Ja, die Bielefeld sieht auch nicht schlecht aus. Die hat aber auch ordentlich viele Felder, ne? Ja, das finde ich immer ein bisschen schade. Die zu viele Felder. Ja, das ist das nämlich. Ja, natürlich cool, wenn wir den Kram da nicht einfach so direkt reinkippen könnten, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten musst du halt in der Zeit, wo ich das alles reinkippe, holst du den Kram neu. Ja, gucken wir mal. Moin Roberto! Valandu, 1989, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen! So. Hier liegen auch noch ein paar Ballen rum. Oh, den muss ich noch. Also.
ich steig mal aus, ne? Der Trigger fängt. Hier müsstest du jetzt an die Ecke kippen können. So, letztens konnten wir da perfekt abkippen an dem Ding. Aber nicht mit dem Anhänger. Nee. Wir hätten die Beine hier hingestellt. Warte mal. Fahr mal von dieser Seite aus ran. Muss Sven denn da richtig gerade vor? Ich werde die Beine hier gleich mal wegschieben mit dem Frontlader, ne? Ja. Nördliche Gegend hatten wir auch vorher gespielt. Ich kann abkippen. Ja, mit dem Seitenkipper ging das irgendwie. Ich hatte ja auch einen Seitenkipper. VZ Farmers, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Roberto. Hi, VZ Farmers. Bist Hast du leer? Die Komplex-BGA drin? Oh. Ja, 20 Tonnen drin, wir müssen die erstmal kaufen. 240.000 kostet die Inbetriebnahme. Das ist eine Katastrophe mit dir. Warum mit mir? Ah! Was ist mit der Zeit denn los? Ja, die habe ich nach vorne gestellt. Ja. Kriegen wir jetzt, wo kriegen wir jetzt 240.000 her? Eben Getreide. Oh, ist das eine Katastrophe. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wir müssen 170.000 zusammenkriegen. Warte mal. Anlage verkleinern, Bild runter. Aha, guck mal, warte mal. Auf 50%, 128.000 Euro brauchen wir. Dann können wir die auf 50% fahren. Dann kannst du jeden Tag 20 Tonnen einfüttern. Ja, weißt du was? Die Tiere sind doch voll. Was sagst du? Bitte? Was? Was ist voll? Ich guck gerade, was wir kaufen könnten. Den Nexium kann man verkaufen. Ja, ist jetzt. Ist jetzt die Frage, ne? Ich wusste, dass das kommt. Ist jetzt die Frage. Hier, den Wasseranhänger können wir auch verkaufen. Ja, wir nur das Ding verkaufen. Ist, wir können ja nicht im großen Stil dann jetzt überhaupt Silage wegbringen. Weil? Weil du kannst dann am Tag nur 20 Tonnen maximal reinfüttern. Oh. Ja, warum haben wir das Skript denn schon drin, ne? Ja, weil wir das direkt mit reinnehmen wollten. Ja, das heißt, wir müssen aber die BGA haben, sonst kriegen wir überhaupt gar keine Kohle, Rosa. Tja, dann müssen wir die BGA jetzt kaufen. Ja. Aber dann können wir jetzt erstmal dann nur 20 Tonnen wegbringen an Silage. Ja, den Rest wird hier reingekippt, ein Silo oder so. Okay. Deswegen gingen wahrscheinlich auch die Dings hier nicht, die Beine hier nicht rein. Nee.
Ja, vergrößern können wir immer. Ja, Paula. Wir müssen uns jetzt nochmal einen Schlachtplan, weil wir hatten uns das alles wieder alles überlegt, aber wir hatten vergessen, dass wir dieses Skript drin haben. Jetzt müssen wir gerade mal planen. Chris. Ja, ich kipp das jetzt hier in Silo rein, wenn ich das hier abkippen kann. Müsste ich ja eigentlich. Ja, warte doch mal. Wieso muss ich da warten? Aber du willst mit dem Skript spielen, oder? Natürlich will Oder? ich mit dem Ja. Skript spielen. So, ich kipp den Scheiß jetzt hier ab. Ja, mach das mal. Also wir brauchen so nur, wenn das da geht, dann kannst du einen Hip-to-Trigger machen da drin. Kann ich bestimmt nicht. Doch. So, jetzt müssen wir, jetzt sind ja schon 20 Tonnen drin, ne? Das heißt, warum lässt die Zeit jetzt auch schnell laufen? Weil die Tiere Geld machen. Wir brauchen ja nur 40.000. Ja, da gibt es nichts mehr zu verkaufen. Näher Getreide oder so, hatte ich gedacht. Kriegen wir noch nichts für. Ist das interessant, Leute? Das macht echt Spaß. Muss ich sagen, wenn alles nicht so funktioniert, wie es sein soll. Ja, was willst du machen? Damit haben wir jetzt irgendwie, das haben wir halt vergessen, verplant, ne? Hast du abgekippt? Was gibt's hier überhaupt gerade für Silage? Dann fahr mal DGA. eben 0 bitte Euro. auf Bitte schön. Seite, damit ich auch abkippen kann. Ja, was willst du machen, ne? Das wollten wir ja so mit dem Skript, weil sonst hätten wir ja die BGA halt, ja. So gesehen wollten wir uns das Cheaten nicht so leicht machen, ne? Und damit hat es doch jetzt so gesehen auch geklappt, ne? Ja. Ja, später können wir sie dann auf 100% ausbauen. Aber wir müssen jetzt dann erstmal für 50% kaufen. Das heißt, wir müssen dann aber auch jeden Tag 20 Tonnen da reinfahren. Ja. Aber dann bringt die uns halt auch konstant Geld, ne? Und bringt ein bisschen mehr. Ja, hi Hanna 36. Hanna, Kollege, Moinsen. Ja, Roberto, perfekt. Du hast ja gerade gar nicht mitgekriegt, was hier passiert ist, ne, Roberto? Ist alles chill. Also, dann läuft alles wie Ja, geplant. ja. Also, oder? Ja. Also. Gut, dann brauchen wir jetzt auch keine weitere Silage mehr holen. Nö. Aber ich fahre gleich mal dahin und fahre dann auch gleich Getreide weg. Ja, dann mache ich meinen Hänger auch voll mit Getreide. Naja, müssen wir aber erstmal wieder dieses doofe Ding da Förderband hin. Ja. da rein boxieren. Ja, dann nehme ich mir aber gleich kurz den 820er für. Ja, da steht ja hinten, ne, weiße Wohne. Tja, aber wie gesagt, wir schneiden hier nichts raus oder so, ne? Wenn uns ein Fauxpas oder ein Fehler passiert oder wo wir nicht drüber nach oder nicht mehr dran gedacht haben, ist halt so, ne? Passiert halt, ne? Willst du machen? Ist egal. Wir versuchen ja nur so real wie möglich zu spielen. Genau. Und nächstes Mal wissen wir nämlich Bescheid und dann können wir das ja alles schon so vorbereiten. Wir haben ja mit gewissen Mods selber noch nicht gespielt. Ja. Das ist immer nur der Plan, den wir haben. Hauptsache die Fahrweise ist schon mal realistisch. Oh, jetzt geht das hier aber wieder runter, wenn ich auf den Hof komme. Mega leck gehabt. So, wo steht der Fendt hier? Für so ein Förderband muss man auch mal so 300 PS oder 200 PS nehmen. Ah, jetzt gehen die Frames natürlich runter, weil das nachts wird, ne? Ja, das braucht 4 Frames. Ja, bis zu 8 sogar. Dann stell mal das Förderband jetzt da rein. Ich mach mal Licht aus, ne?
Echt, sobald man vom Hof weg ist, geht's wieder gar keine Probleme, ne? Tja. Willst du machen? Steckst du nicht drin, oder? Nee. Nee, das funktioniert ja wieder so nicht. Ich weise dich dann hier ein, ne, wenn du mit dem Förderband kommst. Naja. Hat man gerade wieder das Lenkrad gehört? Ich hab dich im Blick. Was ist los? Da ist Chris? was abgeschmiert. Was denn? Anzeigentreiber. Uiuiui. Marzeban 14, hi. Der Anzeigentreiber ist abgeschmiert. Ja, ich habe noch mal ein bisschen nach oben. Hätte ich aber nicht machen sollen. Nee. Zum Prozent Leistungssteigerung eingestellt. Ach, du hast das Band noch gar nicht dran. Hier kommen jetzt aber gerade. Jetzt synchronisiert der gute Herr schon wieder. Ist halt so. Da muss auch gleich mal smoken, doch. Warum? Auf den Stress oder wie? Hast du von Uwe gesehen? Ja. Was denn? Die Mail oder was? Ja. Ja. Dass er noch nicht weiß, wie das abends sein wird. So. Alter! Was ist los? Hä? Ja. Meine Grafikkarte ist gerade abgeraucht. Das erzähl doch geil. Jetzt sehe ich aus, als wenn ich spielen könnte. Kann doch nicht abgeraucht sein. Heute stellt nie an der Grafikkarte rum. Jetzt erzähl kein. Hey, hier geht gerade gar nichts. Haltsteuerung im entfernten Taskmanager. Von der anderen Seite hier rein. Wie viel FPS hat die denn angezeigt? Nachts geht das. Ne, jetzt gerade als du drin warst im Spiel. Ich bin nicht mal so weit gekommen. Was ist dann passiert mit der Graf mit der Karte? Er hat einfach nichts mehr angezeigt. Gar kein Bild mehr oben. Nee, Desktop zeigt er jetzt auch nicht an. Oh. Das ist sehr schlecht. Ich glaube, ich starte mal kurz neu. Ja, bis gleich. Jupp. User disconnected from your channel. Ja. Ich hoffe mal, es sind keine schlimmeren Probleme bei Chris. Hoffen wir mal nicht das Schlimmste, ne, dass die Grafikkarte abgeraucht ist, so gesehen. Das wäre jetzt nämlich gar nicht toll.
Aber steckt man halt nicht drin, ne? Na, Chris hat da, glaube ich, ein bisschen dran rumgedreht, damit er ein bisschen mehr Frames rauskriegt. Er hat ja noch eine ältere AMD, glaube ich. Und ja. Ist jetzt zu hoch, nein. User joined your channel. Schon wieder da. Jo. Und? Alles wieder normal. Ja? Ja, er schaltet ja vorher ab. Ich habe gerade schon erzählt. Jetzt hoffe ich nicht, dass das Schlimmste jetzt passiert ist. Nein. Also Meine besser Panzersicherung ist noch drinne. erstmal nicht mehr dran rumspielen. Doch, da wird weiter dran rumgespielt. Und wieder, ich habe es halt gerade eben extrem hochgezogen. Ja. Aber so 10% kann ich ja Leistungssteuerung machen. Das tut ja keinem weh. Das werde ich jetzt auch wieder machen. So, Band ist aufgestellt. So, er hat nämlich da. Euer Sound hört sich jetzt gut an, ne? Ja, Beim ne? Klaas. So, jetzt bin ich nämlich nur bei 1130 MHz und Speichertaktfrequenz bei 1400 MHz. So, und dann ist das gut. Na. Ich weiß, dass die 1250 schafft, ne? Und da bin ich noch drunter und dann habe ich Leistungssteigerung plus 10. Ich meine, du hast ja vorher auch damit gezockt, wo ist denn jetzt das Problem dann? Dass wir so viele Mods haben, das ist halt. Der Hof ist halt extrem. Oder ich gehe nochmal über die Karte rüber und mache die ganzen Dateien ein bisschen runter, ne? Ja. Ja, Paula, genau, bis nichts mehr geht. Ja, vielleicht sage ich dann, Schatz, ich kann nicht mehr, ich brauche eine neue Gabel. Machst Versicherungsschaden draus. Wir waren das, der Matze. Nee, Die. nimmst du die Haftpflicht von, Achtung, ich komme. Dann nimmst du die Haftpflichtversicherung vom Merle. Genau, weil wir beide die gleiche Haftpflichtversicherung haben. Top. Ist ja, sonst weiß ich nicht, von deinem Bruder oder so. Ja, schade, dass das Spiel so intensiv ist, ne? Die neuen Spiele kann ich alle auf höchster Einstellung spielen, fast. Ja, Aber wie gesagt, hier nicht. das ist die Engine. Ah, das sind die Texturdateien. Wenn die nicht so. Die Ja. kann man, müsste ich alle durcharbeiten, alle neu suchen und alle runterschrauben. Johnny Boy Let's Plays. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Ja, aber das ist halt das Problem, ne? Du musst. So, wie können, hast du die Station jetzt schon gekauft? Nein. Warum ist das Band denn jetzt nicht mehr an? Kannst du mal eben Hast das du Band nochmal anmachen? nur das da hingestellt? Warum? Halb im Weg. Nö, das ist gut so. Das hat sich verschoben wieder. Hast du da schon was von weggeholt? Ja, deiner ist schon wieder voll, der Klaas. Der steht da draußen. Bitte auf B, genau. Keine Zeit hier. Ja, aber wenn es hier so rumruckelt, da kann ich auch nichts für. Ja, den John Deere, der ist schick. Ja, der frisst ganz schön. Da habe ich nämlich ganz schön FPS-Einbrüche, wenn ich die Kiste sehe. Ja, ist so. Guck ich weg, ist alles cool. Guck ich zu meinem Glas, ist alles chico. Das ist das Förderband. Das regnet heute, ne? Ja. Nee, aber das ist das Förderband, was jetzt gerade so viele Ressourcen dann bei dir frisst. Ja. Da denkst du, hast du was Gutes, hast du eine gute Kacke da.
Ewart, Judas und Heinze. Wo fährst du hin? Hallo? Hallo? Chris? Alter! Das war bei mir Standbild. Ohne Scheiß. 133 Millisekunden. Chris? Ja? Ja, dann hast du Internetprobleme gerade. Aber übelst. Moin, Robsel! Mir geht's soweit ganz gut, aber Chris hat anscheinend gerade ein paar Computer und ein paar technische Probleme. Ich weiß nicht, ob meine Dame wieder irgendwie ein Video guckt oder sowas. Ja, aber normalerweise sollte euer Internet das jetzt, Ja, aber es kommt ja nur mit Powerkabel kommt 100.000 an. Ja, aber wo ist Merle? Ja. Merle ist doch, oder deine Frau ist doch, über Fritzbox drin, oder nicht? Über WLAN. Ja. Oder über Develo WLAN. Nee, über Fritzbox WLAN. Normal. Da kommt nur 30 an. Ja, am Handy. Aber eine Fritzbox kommt mir, ja. Das ist egal, aber deine Fritzbox kann ja mehr. Oh, warum habe ich denn jetzt in letzter Zeit so eine Probleme? Jannis, 0312. Nee. Mods haben wir nicht. Nein. Modliste gibt es nicht. Multistream läuft auch an. Nicht so, weil der den Link nicht raushaut. Hatten wir gestern mal gemacht, Hanna. Ja, und Multistream ist erstmal. Ja, noch aufs Eis gelegt, ne, Chris? Ja, außer beim Häckseln, da werde ich das nochmal hinkriegen. Ja. Vielleicht werde ich die Map nochmal ein bisschen bearbeiten. Mit 30 hier bitte, Chris. Ich kann nichts dafür. Hast du jetzt so Probleme gerade? Ja. Ich habe 130 Millisekunden. Das ist krass. Bist du denn im Hintergrund irgendwas am Laden? Nee. Ist da irgendwas bei Steam oder sonst wo am Updaten? Nee. Steam habe ich ja gar nicht drauf. Tja, das ist komisch. So, nur dran denken, den Zug loszuschicken, ne? Ja, soll ich dann gleich mal eben ohne Hänger dann... Jetzt hat sich das, glaube ich, wieder alles eingependelt bei mir. Jetzt läuft es wieder alles, Chico. Okay. Oh, Mann, da bist du ja schon, ne? Soll ich dann gleich mit Hänger mal eben zur BGA, oder wie? Ach, ohne Hänger. Ja, ich kann auch zur BGA fahren. Die dann kaufen. Du kannst doch nur maximal immer 20.000 auffüllen, oder? Ja, am Tag. Und dann arbeitet das über den Tag runter, oder was? Genau. Und einmal am Tag müsste man dann online sein und einmal dann die BGA wieder voll machen. Damit die auf Höchsttouren so gesehen läuft. Ach, guck mal, Lerium. Lerium? Wo? Bei Facebook. Hast du Facebook auch noch offen? Ja, klar. Ach ja, wir können dann auch erstmal warten. Ach ja, bis 8 Uhr. Hat er uns da geschrieben oder was? Ich hab schon. Tja, Chris, willst du dann deine Grafikkarte nochmal überpowern? Wie hoch hast du ihn gestellt? Auf wie viel? Ich hab die auf Max gestellt. Ne, jetzt habe ich 1400 Speicher und GPU 1130. Du hast schon insgeheim gehofft, dass sie kaputt geht, ne? Hättest du so zu Merle gehen können? Hör mal zu. Wie ist die gerade zerschossen? Ja, das weiß ich auch nicht, wovon das passiert ist. Ich fahr mal dann eben mir eine neue holen. Siehst du, dass das hier die linke Halle ist, nicht die rechte Halle? Das ist die rechte Halle. Ja, und was ist da hinter dir? Das ist ein Gebäude. Oh, ich meine die rechte Halle, das rechte Tor davon.
brauchst doch gar nicht hupen, ich muss doch erstmal auskippen, Junge. Ich fahre dann schon mal zur BGA denn hin, ne? Ja, nimmst du die Hänger mit, oder wie? Ja, ich komme dann gleich vorbei. Dann schicke ich gleich den Zug dann noch los, ne? Ja, aber dann kannst du. Wie viel waren da jetzt noch drinne? Nicht mehr viel, glaube ich. Warte mal. Sind jetzt noch 19 drin. Oh ne, dann lassen wir das. Besten wäre natürlich, wenn wir jetzt nochmal ein Feld mit Getreide uns holen, dass wir das auch nochmal direkt verkaufen können, ne? Ja, aber wir wollten noch ein Maisfeld noch, oder nicht? Ja, müssen wir es halt nochmal anpflanzen. Wir sollen ja auch heute noch was zu tun haben, Junge. Wir haben noch Mist, den wir raushauen müssen. 20.000 der BGA bringt natürlich auch nicht viel jetzt, ne? Einmal pro Tag. Ja, aber so läuft ja eine BGA, du fütterst die ja nicht durchgehend mit weiß ich nicht wie viel Tonnen immer. Klar. Ist nach einer Woche die BGA abgezahlt. So, wir haben jetzt so schon mal 160.000, jetzt habe ich ihn weggeschickt. Jetzt brauchen wir schon mal die Müsste ja 200. noch mal fast das Doppelte da raufkommen, ne? Ja. Alter, was ist das denn hier für ein Weg? Mahlzeit. Mahlzeit, Junge. Lutanio. Boah, ich kann ja gleich mal gucken, wie viel wir noch dazu kriegen. Vielleicht passt das denn ja gleich, dass ich. Ja. Mehr Prozent. Ja, Klar, dann weiß kann man ja wie, natürlich ne? auch mehr reindonnern. Mit Bild hoch und runter. Ja. Ja, Und nur dann dann gibt's müssen wir natürlich auch mehr Kohle. natürlich auch jeden Tag so viel da reinballern, ne? Wir können ja trotzdem noch erstmal ordentlich hier was hinballern. Hier sei 1904. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. So, 64%, da fehlen uns noch 2000 für. Mal kicken, wenn das Geld gleich vom Zug kommt. Oh. Ja, soll ich dann jetzt nochmal zum Kurve fahren und nochmal Silage laden oder? Ja, mach mal. Oh! Mein lieber Freund, du. Ja, dann kauf mal. 80% könnten wir machen. Ja, dann mach mal. 85%. Da muss man 85. gucken, wie viel wir bei 85% am Tag da reinschmeißen können. Da kann ich ja nicht großartig gucken. Aber Eingabe, ne? Ja. Ja, du kannst das mal eben gucken im Internet, unter dem Ach du Skript. Scheiße. Hast du gehört? Ach so, die Fütterungsrate können wir auch erhöhen. Ja, klar. 150%. Wie viel müssen wir dann füttern? Moin, Christian. Güllebonus, TS gehalten Fermenter. Kennst du das nicht?
Also hier sind Füllstände an Zuführung Ja, bei. warte mal, lass mich mal eben zu dir wechseln. Da kannst du rein. Müssten wir rein theoretisch 60 Kubik hier rein donnern können. So. Füllstand, 20 Kubik, TS. Krishan. Ja, versuch nochmal noch was da rein mit der Frontlader, was da Ja. reinzubringen. Christian. Siehst du? Bring her den Schaus. Ja, aber nee. Was? Da passiert ja nichts mehr. Der zeigt da nichts an, dass du da mehr reinschmeißt. Doch, bei mir steht 24.500. Auf der Anzeige hier, oder wie? Ja. Mir 20. Bei mir 24.500. Hast du auf 120 gestellt? Ja, ich will es jetzt mal eben ausprobieren hier. Warte jetzt mal kurz. Jetzt fängt er hier an zu arbeiten. Ja, weil du jetzt auch nicht befüllen kannst. Jetzt haut er das weg. Um 8 Uhr anscheinend. Ja, aber jetzt kann ich nichts befüllen. Ja, warte jetzt mal, warte Hat mal. Warte mal. analysiert doch. Warte mal. Ich will mal. So. Jetzt hau mal rein. Ja, mach mal weiter. Ah, okay. So, jetzt hat er das drinne. Guck mal, bei Komplex BGA kannst du nur morgens Das wie habe ich dir ja abends gerade gesagt, zwischen 8 und deswegen 9. solltest du die. Ah, okay. Ja, sonst muss ich mir das gleich mal eben durchlesen. Aber ich kann das Ding ja erst befüllen. Bei mir sind 4.415 drinne. Ja, bei mir auch. Ich befülle das Ding jetzt mal voll. Ja, aber viel Geld haben wir nicht gekriegt, oder? Haben noch gar nichts gekriegt. 7000 Euro, wir hatten vorher 5. Ich habe 7.000 Euro, genau. Ja, und vorher hatten wir 5. Wir kriegen. Warte mal, ich lese mir mal. Soll ich mir eben das Skript durchlesen? Oder machst du das? Ich guck mal eben im Internet. 1600 gibt es die Tonne. So. Und das wird nicht sofort verballert, das wird am Ende des Tages, denke ich mal, irgendwie abgerechnet oder so. Oh, hast du gehört? Was denn? Ich habe eine ordentliche Hupe. Wir müssen noch Gülle reinmachen. Wo müssen wir Gülle reinmachen? Füllstand für Güllebonus. 0%. Leck mich am Arsch. Müssen wir auch noch Gülle hier reinmachen? Das mal alles so einfach gewesen, oder? Ja, wir haben da noch nie mitgespielt, wie man mitkriegt. Ja, aber wie wir sagen, also wir probieren alles hier mit euch zusammen aus und Also noch Gülle reindonnern. ja, also hier steht jetzt Kauf, Inbetriebnahme, bla bla bla, Bedienung. Genau. Die Anlage wird automatisiert morgens und abends um jeweils 8 und 20 Uhr beschickt.
Die Menge könnt ihr am Bedienträger an Grenzen einstellen. Moin, moin, Marc. Also jetzt steht hier halt in Grenzen einstellen. Je nachdem, ob ihr die Anlage lieber effizient, hohe Faulgrade oder mit hohem Durchsatz, mehr Geld pro Zeit, aber weniger Geld pro eingesetzten Substrat fahren wollt. Angezeigt werden zudem die TS-Gehalte im Fermenter und die aktuelle Generatorleistung. Hi Mark! Sollen wir mal den Amili Papa? Soll er uns mal eben erklären? Oh. Ja? Naja. Warte mal kurz. Wäre einfacher, glaube ich, als alles durchzulesen, wenn da einer Bescheid weiß. Explorer Desktop. Na, ich höre hier Wispern. Da bin ich hängen geblieben am Betanken. Hast du die öffentlich geschickt, ne? Ja, aber nur das ist ja nicht schlimm. Haben wir kein Passwort. Oh Gott, ey, hier eine Nachricht zu schicken, weil ich kann nicht whispern irgendwie. Keine Ahnung warum. Warte mal, mein Freund. Sonst mach du das mal bitte eben. Einfach auf den Namen klicken, auf Whispern, Ja, ne? aber macht er nicht. Man merkt, wir sind hier die Vollprofis. Mach mal bitte, Chris. Dann ziehe ich den gleich eben rein. Klappt das bei dir? Ja, Chris schickt dir das jetzt. Per Nachricht. Aber Wispern, ging das bei dir? Ist kein Dings aufgegangen. Ja, bei mir geht das auch nicht auf. Dieses beknackte Wispern. Ich gehe auf den Namen, aber da passiert nichts. Da kommt kein. So, ist das auf jeden Fall. Soll ich da einmal hochgehen oder willst du hoch? Ja, Oder hol's rein. ich hol den kurz rein, oder?
Moin, Bauernbub. Channel edited. Moin, Bauernbub. Wir haben deine Nachricht bekommen bei Facebook. Also, ich denke mal, wir wollen dann Donnerstag so gegen 6 Uhr abends loslegen. Moin, Kater Mandel. Ja, ich weiß, dass du mich angewispert hast, aber ich kann irgendwie Ich nicht. hatte dir das über deine Seite geschickt, als Und Nachricht. welche Seite musst du sagen? Nein, über seine Seite bei Was bei Twitch. Twitch? Ja, Ja. über seinen Kanal, ne? Da musst du da mal eben gucken, Ich Amelies bin gleich wieder Papa. da. Ja. So, ich fahre jetzt aber erstmal hier weiter Dingens holen. Ja, TomTom, heute sind wir schon was früher am Stream, weil wir haben beide die ganze Woche frei. Und von daher, ja, können wir dann auch schon nachmittags streamen. Weil heute Abend will ich ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. Von daher werde ich dann nicht online sein. Muss ja auch mal sein. So, klappt das jetzt alle vier? Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich habe die ganze Woche noch frei. Drecksack. Ah, oh, da können wir. Oh, das fällt. Oh, morgen um 8 Uhr streamen oder was? Da oben ist der Kollege Werwolf. Ja, ich hol mal Ich runter, ne? zieh den rein. User was moved to your channel. Moin, moin. Moin. Moin, moin. Hi. Hi, servus. Ja. Vielen Dank für die Hilfe. Ja. Ja, Wie man merkt, wir sind da noch nicht so hundertprozentig. Im Twitch und so mit dem Wispern. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert hat. Also. Wenn ihr auf meinen Namen geht, müsst ihr mal unten drunter gucken, unter den, was da aufblöckt, und da steht dann Wispern extra nochmal. Ja, Ja, da bin genau. ich dreimal raufgegangen. Ich auch. Kam nix. Da kam kein Fenster oder so, deswegen. Und dann hatte ich ja geschrieben. Aber, ne, gut, der erklär mal mit dem, mit dem. BGA, bei BGA-Komplex könnt ihr jetzt nur morgens zwischen 8 und 9, wie abends um 8 und 9 Ja, befüllen. okay. Das dauert jetzt eine ganze Zeit lang, bis die da mal richtig hochdonnert. Ja. Und ihr müsst halt dazu auch Gülle reinkippen. Gülle muss auch noch dabei, okay. Genau. Aber Und ich ihr befülle müsst. die doch die ganze Zeit. Er sagt auch den Stand an. Ja, ich glaube, Aber deine. er. Ihr müsst extra Gülle reinschmeißen. Ja, ich meine, ich fülle ja gerade die Silage rein Bei in mir den steht der. Träger. Der Bestand ist jetzt bei beim 40 Tonnen. Und, aber ich glaube, er leitet das zwischen 8 und 9 und 20 und 21 Uhr erst in die Fermenter ein. Er verarbeitet Genau, das da. genau. Aber ich kann tagsüber das Ding vollballern schon mal. Ich weiß Ja, nicht, ob also du. du kannst Den es Trigger. tagsüber voll knallen, und er macht dann halt immer zwischen 8 und 9 arbeitet da. Okay. Aber man Also. kann auch so viel reinballern, wie man will, oder? Weil bei mir Nee, steht ja nur. ist auch eine bestimmte Oh. Grenze, was du da reinknallen kannst. Ich glaube 60. Wir haben auf 150 gestellt. Fütterungsdings. Und ich glaube, ich kann nur 60 Tonnen reindonnern. Weil bei mir steht ja die ganze Zeit 20 nur, ne? Ja, das ist normal, weil die Anzeige nur bis 20.000 geht. Okay. Und bei Komplex BGA kannst du ein bisschen mehr reinschaufeln, und das verarbeitet er dann halt immer zwischen 8 und 9, genauso wie abends zwischen 8 und 9. Ja. Okay. Und um den Güllebonus zu kriegen, müsst ihr halt da auch noch Gülle reinknallen. Okay, und dann kriegt man mehr Kohle dafür, oder wie läuft das dann? Es dauert. Okay. Also es dauert, die muss ja dann erstmal richtig in Fahrt kommen, und Ja. es dauert wirklich einige Zeit, bis die richtig vernünftig läuft. Okay. Weil das ist nämlich, ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mit arbeiten. Wie viel hast du denn jetzt da reingeschmissen bis jetzt? Was? 43,9 Kubik. 43,9. Mehr geht nicht. Ja, dann.
Normalerweise kannst du die bis so 50 Kubik auffüllen. 50.000. Ja, ich habe Fütterungsrate, kann man ja erhöhen oder? Wir haben die ja bis jetzt nur bis 85% gekauft, ne? Oder bis 80. Deswegen geht das ja nur bis 43. Denke ich mal. Wenn wir keine jetzt 100% BGA gekauft. So. Ja, das hat eigentlich, ja gut, das hat eigentlich damit nichts zu tun. Okay. Aber wie? Aber mehr kannst du jetzt nicht reinschmeißen, Chris, nee, oder wie? Das geht nicht. Mehr geht nicht rein. Und die, ihr könnt die halt immer wieder aufstocken, wie vorhin schon geschrieben worden ist. Ja. Hülle müsst ihr halt dazu packen und dann habt ihr dann halt auch noch ein bisschen Gärreste und so. Und die kannst du dann wieder aufs auf Feld den Acker schmeißen. Verteilen und so. Okay. Und kriegt wo kommt man die Gülle hin? Ja, die musst du da irgendwo im Trigger, am Gülle-Trigger musst du, glaube ich, rüberpumpen. Nee, die Gülle holt ihr aus dem Lager raus und die schmeißt ihr dann genau da rein, wo ihr die Silage auch reinschmeißt. Okay. Da brauchen wir ja einen Überlade. Naja, das können wir gleich machen. Und wie viel Geld kriegt man dann so im Dreh? Mehr, also, Chris, oder? Du siehst ja selber, es steigt ganz langsam. Und deswegen. Es dauert halt, bis die richtig hochpumpt. Okay. Okay. Also die muss wirklich immer zwischen 8 und 9, haben wir es halt immer so gemacht, dass wir die dann gefüttert haben. Dass dann halt immer einer auf den Server gegangen ist, die gefüttert hat, dass sie halt immer am Laufen ist. Weil füttert er sie nämlich nicht, kann es passieren, dass sie Schrott geht und dann muss er sie wieder neu kaufen. Hey. Ja, okay, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt jeden Tag einmal da sein und dann die füttern. Ne, gut, dann wissen wir da dann soweit Bescheid. Oder den Komplex BGA einfach komplett rausschmeißen. Nee, wir wollen ja schon ein bisschen, genau, ein bisschen realistisch halt. Nee, so dass das dann, also ich find's gut, also es ist, du kannst den ja tagsüber befüllen, hier, genau, ne? Genau. Das Ding, und dann wird er ja automatisch zwischen 8 und 9 wird er dann ja anlaufen, sieht, dass er, da muss halt immer was drin sein, ne? Ja, genau. Egal wann, es muss ja nicht um 8 und 9 Uhr sein, aber es muss halt zweimal, also einmal am Tag muss, oder zweimal am zweimal. Tag muss, zweimal am Tag müssen wir das Ding immer vollfüllen. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Genau. Und jetzt fahren wir, das Schöne ist, jetzt haben wir wieder keine Kohle. Na gut. Tja. Macht das einen Spaß. Gut. Ihr seht ja, es steigt ganz langsam das Geld. Das wird dann irgendwann ein bisschen schneller. Ja. Stimmt, wir kriegen dauerhaft Geld. Das ist immer nur so ein Euro, aber irgendwann, wenn die richtig dann hochgefahren ist und so, dann gibt's dann halt auch mehr. Okay. Ja. Du kannst aber dadurch halt auch die Angebote der BGA nicht mehr wahrnehmen. Nee, das gibt's ja nicht mehr dann. Nee. Genau, das fällt dann flach. Genau. Ja, aber so läuft sie ja gut, weil du nebenbei dauerhaft halt Geld bekommst, ne? Ja, anfangs halt ist es immer schwierig, weil wir hatten das Problem auch, weil wir uns damit nicht auskannten. Da hat der Kollege dann halt mal ein paar YouTube-Channels durchforstet und sowas. Ja. Dann hat sich da mal durchgelesen, ein paar Tutorials angeguckt und so, und darauf haben wir das dann halt auch so aufgebaut gehabt. Ja, ich wollte ja auch gerade anfangen zu lesen, mir alles durchlesen, aber das ist ja dann doch eher einfacher, wenn es einer erklärt, als wenn man sich das alles selber durchliest und sag ich mal, noch keine Ahnung hat von dem Ganzen. Ja. Ja, wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch damit erstmal helfen. Ja, besten Dank. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn nochmal irgendwas sein sollte, schreibt da mich einfach über meinen Kanal an und... Ja, kein Ding, machen wir auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass das so schnell auf jeden Fall ging mit der Hilfe, ne? Also ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt die ganze Zeit geschrieben oder weiß nicht was hätten, also... Und tut mir einen Gefallen, weil einer von euch hatte doch Probleme, ne? Der Chris, glaube ich. Mit der MS-Zahl, ne? Oder womit? Also ich würde nicht so, lasst die, wenn ihr Ballen macht, lasst die Ballen da liegen, wo sie liegen. Oder packt sie nicht auf dem Haufen. Das führt auch zu Performance-Fresserei, ne? Das wissen wir. Wir hatten die Ballen ja jetzt extra auch auf den Feldern erstmal liegen lassen und holen sie dann nur ran. Auf die Felder, wenn ihr die da auf dem Haufen packt. Ja, nee, das verstehen wir schon, was du meinst. Klar, das FPS-Fressen ist das ja immer. Aber da hat der Chris ja jetzt, denke ich mal, eher dann Probleme noch. Bald habe ich auch keine Probleme, dann ist es egal. Ja. Nee, die Ballen, das ist schon klar, dass die ordentlich was wegfressen. Aber es halt, muss ab und zu mal Ballen machen, ne? Grad für Strom. Ja klar, aber dann lasst es da, wo er sie ausschmeißen tut, lasst sie da liegen, dann ist es performancefreundlicher, als wie wenn er sie auf dem Haufen schmeißt. Ja, so wie am Viehhof, da haben wir sie schön auf dem Haufen. Ja, genau. Na gut. Und deswegen wirst du da, wenn du da vorbeifahrst, auch richtig schöne Lecks haben, ne? Nee, auf dem Viehhof ist alles Chico, muss ich echt sagen.
Ich habe auf dem Getreidehof halt die Lecks, weil hier die von die Lampen und die ganzen Sämaschinen, die halt sehr detailliert sind, da geht das bei mir ordentlich runter. Okay. Das ist das Problem. Aber es ist halt auch eine 270 R9, ne? Das ist ja nicht viel. Kommt Na noch. gut, weil du einer von euch hatte hier vorhin auch auf dem Hof Einbrüche, ne? Ja, das war ich. Dazu muss ich sagen, habe ich auch. Der ist auch die Texturen, die hier verbaut sind. Das sind Riesenviecher. Das haut ja den V-Rahmen ganz schön voll. Und das ist das Problem. Andi hat ja eigentlich darauf geachtet, dass sie halt nicht so dass sie halt keine Performancefresser sind, ne? Ja, Deswegen er hat sich schon recht siehst du klein gemacht, aber. zwischendurch dann halt auch diese Pappbäume und so, weil die fressen nicht viel, die fressen ja fast gar nichts. Aber die Texturen, das ist halt das, was so viel, was den RAM ziemlich schnell voll Ja, da hat. gibt es ja bald einen Release von der Karte nochmal. Ja. Aber sonst. Weil viele Fehler wurden noch gefunden, die sie nicht getestet haben. Und da wird es nochmal ein Update von geben. Kann Ja, aber das. leider nicht sagen, wann. Weiß ich nicht. Meisten Fehler kriegen wir selber raus. Ich werde hier aber auch nochmal den Vehikel, dass die, was in den Stellen drin steht, nicht so viel Clip-Distance hat. Ja, Reinballern, das sieht es auch gibt ja nochmal. auch ein Release, weil irgendwie an der Schweinemast war ja, wenn du da Weizen reingekippt hast, hast du Schrot rausgekriegt und so. Das wird auch nochmal behoben. Okay. Moin, Modding-Ecke. Das ist ein 7930. Schon dir. Gut. Ja? So, dann wissen wir Bescheid. Alles Besten klar. Dank. Besten Dank. Wenn was sein sollte, einfach mal anwispern. Machen wir, machen wir auf jeden Muffi, Fall. wenn wir das hinkriegen, ne? Ja, aber super. Alles Vielen klar. Dank für die Hilfe, ne? Danke Jo, dir. bitte. Bis denn. Ciao. Tschö. User disconnected from your channel. Ja, aber ist doch super, ne? Wenn die Leute so helfen, ne? So freundlich sind und einem direkt alles erklären. Was Ja, bist du am besten Machen Dank. schon wieder? Moin Fabi, 112W. Was bist du am Machen gerade? Ich hole nochmal auch nochmal eine Ladung. Dann haben wir für 2, 3 Tage dann erstmal genug davon. Ja. Amis Papa, ja, du warst ja gerade da. Vielen Dank für dein Follow. Besten Dank. Jetzt geht mein Handy aber, ja. So, Universal. 10.000 Liter, Universal Kotte, 65.000. Das Problem ist jetzt Die Rosa. Modding-Ecke. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ja, erzähl. Danke, danke. Hi, Ruben. Wir können jetzt nichts mehr kaufen. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt Kohle machen. Wir haben alles voll Mais. Verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Das heißt, wenn, dann könnten wir überhaupt dreschen. Wir könnten jetzt mal. Ja, du fährst jetzt hier auch noch zwei Hänger hin, ne? An Silage. Ja. So, dann müssten wir mal überlegen, was wir da jetzt genau machen. Wir können Stroh verkaufen. Bringt auch nicht so viel. Nee, Die also. Silageballen wären natürlich nicht schlecht. Ich glaube, jetzt könnte man auch die Silageballen da rein donnern. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er wirklich Geld für kriegt. Nö, weil es halt Silage gezogen wird, ne? Ja. Ey, wie verdienen wir hier kein Geld? Ist ja wohl schlimm. Ja, aber ich meine, wir wollen ja uns nicht so einfach machen, ne? Sonst hätten wir Ja, jetzt wir hier, können weiß auch ich, zwei, sonst. drei Schlepper verkaufen. Ja, aber sonst hätten wir jetzt hier, sag ich mal, gerade so 100 Tonnen reingeschmissen, hätten wir jetzt locker 500.000 oder 300 oder 400.000 gehabt. Also, ich gucke jetzt gleich mal, was wir noch im Lager haben. Aber da haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Was wir da irgendwie Nicht mehr wirklich. verkaufen könnten oder so oder weggeben könnten. Was ist mit den Kartoffeln? Die Kartoffeln haben wir ja alle bei den Rindern, Da brauchst du nicht. ne? Ja. Ruben, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Und Dank. herzlich willkommen bei uns. Wer stellt denn hier mitten im Weg so ein Hanumak hin? Ja, befüll doch damit. Nö. Es geht mit meinem.
Ding schneller. Ja, aber ich komme jetzt mit dem Johnny komme ich nicht mehr hoch, ne? Oder? Wir brauchen ja oben auch noch ein bisschen Silage. Wir haben hier noch 128.000. Nö, lass mal. Wir brauchen auch noch Silage für die Mischfutterstation. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen Heu machen, ne? Oder Heu da reinbringen, ne? Hattest du gesagt. Ah, Heubahn, wegfahren. Moin, Nudelsuppe! Nudelsuppe! Uwe! Hi, Uwe! Der gute alte Uwe. Sonst kannst du ja auch herkommen, ne? Ja. Und kannst hier die Silage dann nochmal mit den Anhängern fahren, in denen währenddessen holte ich mir die Beingabel weg. Und dann können wir hier die. Oder fahr zur Dings hin. Weil ich habe ja die Forke hier, die kann ja auch Heu laden. Und lad dann schon mal das Gras dahin. Also wie jetzt? Ich soll jetzt. Ja, Uwe, warte mal, ich schick dir mal eben kurz die Adresse. Dann schicke ich das dann raus, so gesehen. Dann wird der Chris aber auch meine Adresse kriegen. Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Wenn er demnächst mal in Köln ist, dann weiß er aber. Oh, nein, nein, nein. Ich weiß, in welchem Viertel ich dich da finde. Das ist kein Viertel. Das ist auf dem Dorf. Also, jetzt ziehst du doch eh nach oben hier. Ja, die Frage ist nur wann, ne? Kommst nach Bostee. So, Uwe, ich hab dir was geschickt. Take a link for this map, please. Ein Link, ja, stelle ich jetzt nicht rein. I can't give you the link. The name of this map is Schönebeck. You can get it on Modhoster or by TLS modding. So. Also, was soll ich jetzt machen genau? Hey Marco. Hi Marco, schön, dass du wieder da bist. Genau, Christian. Wo steht Schleswig-Holstein, Kringkuse? Jo. So, was war jetzt, Chris? Was wolltest du von mir? Du wolltest irgendwas von mir, ne? Vorhin. Ja, dass du sonst nochmal die beiden Anhänger wegfährst und ich fahre in der Zeit zur Mischfutterstation und ja. Füll da mal alles auf, dass die auch wieder auf Hochtouren läuft. Also Ruben, im Real Life sind wir nicht landwirtschaftstätig, nein. Ich nur ab und zu. Ach, aber Chris. Nur, ja, nur beim Hofhummerverlag, was aber landwirtschaftlich leider aufgeben musste. Weil er zu klein wurde, aber trotzdem haben wir die Maschinen noch und der Hof muss ja auch in Ordnung gehalten werden. Ich würde gerne mal wieder irgendwie Ernte mitfahren oder so. Ich auch. Ich hab's immer genossen. Spaten, das war mal meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, ist fast um die Ecke von dir, okay, Bostedt. Na, siehst du mal, King Kruse wohnt bei dir. Was heißt denn um die Ecke? Da siehst du, wie viele hier aus dem Norden sind, wa? Guck mal, ich hab nochmal den 39er aus der Versenkung geholt. Der wird irgendwie gar nicht mehr benutzt, weil der hier oben steht. Ja, weil wir nur noch zwei momentan sind. Die 39er können wir auch erstmal verchecken, oder? Dann würde ich eher den 820er weggeben. Wieso? Ja, wegen der Leistung. Nee. Der 820er ist getuned. Ach.
Ja, das ist definitiv. Bisschen um Ja, die Ecke. Uwe, vielen Dank, ne? Also, wir wissen, oder ich denke mal, wir wissen nicht, was wir dazu sagen sollen. Also, ja. Ja. Das ist der Hammer. Also ja, dann wird es auf jeden Fall demnächst Überraschungen geben, ne, Uwe? Und sponsert bei Uwe. Muss ich eine Mail legen? Sollst den Anhänger voll machen. Oh, sind nur noch 88 drin, wa? Eieieiei. Besten Dank, Uwe. Danke, danke. Hi, Daisy. Hey, Daisy. Das Lenkrad umklappen. Ich vergesse es auch immer wieder, Marco. Ich vergesse es auch jedes Mal, ne? Wenn ich hier mit den Fans unterwegs bin. Dankeschön. Ja, du sitzt dich, du guckst gar nicht, hat wundert mich überhaupt, dass die Fenster offen sind. Ja, die habe ich auch aufgemacht, aber das Lenkrad vergesse ich irgendwie jedes Mal bei dem Fan, das runterzuklappen. Ist voll. Ja? Ja, dann fahre ich nochmal zur BGA. Bist du nur Münster? Da bin ich jeden Tag, du. Bei Möbelbrücke, ne? Möbelbrücke. Danke. Das muss doch jetzt nicht sein. Demnächst musst du dein Dingens anziehen. Ja, jetzt echt. Dein T-Shirt. Oh Mann, ey. Das sollst du mal schön lassen. Das muss echt nicht sein. Weiß doch keiner, wer das ist. Ja. Ich sag noch, wo ich nebenbei arbeite, aber das weißt du ja gar nicht, ne? Ja, danke, Marco. Oh. Ist das zu eng? Ja, tatsächlich, das. Oh. Ich hätte aber nicht mitgerechnet, dass das zu eng ist. Muss man ein bisschen weiter ausrollen. Kilometer entfernt, aha. Paula? 80 Kilometer? Was ist das? 80 Kilometer. Müsste Westküste sein. Nördliche Westküste. Oder Süder Bravo. Oder sowas in der Art. Krishna hat auch mal irgendwas Ja, getrunken ja. oder genommen, ne? Der ist immer, weiß ich nicht. Ich fahre dann zur Mischfutteraktion, ne? Ja, mach das. Ja, ach so, ja, du machst da was Gras rein, ne? Ja. Was mache ich? Nee, nee, ist schon okay. Du baust ja wieder ein, ne? Ich baue mir wieder ein. Also bei uns scheint die Sonne auch. Und es soll jetzt Ja. richtig warm werden, den Rest der Woche. Ja, deswegen werde ich auch morgen nicht streamen, sondern draußen. Ich auch nicht. Und heute Abend, also ich werde auch nur noch bis 6, denke ich mal, maximal da sein. Und dann werde ich auch heute dann, denke ich mal, ja, man kann's. Aber dann werde ich erstmal weg sein. Vielleicht werden wir später nochmal da sein, aber erstmal bin ich dann weg. Zumindest nochmal ein bisschen was Er mit meiner kann das auch Frau nicht machen. lassen. Ja, ich wollte auch gerne ins Kino eigentlich diese Woche, wo ich Urlaub habe, wenn ich schon mal Zeit habe. Ja, Kino bin ich nicht so der Typ. Ja, doch, ich hab Bock hier, dieses Superman. Ich bin ja so Marvel DC-Fan. Marco, verpasst hast du nichts. Zwischen Schleswig, Husum, Heide, Rendsburg. Ja, das ist ungefähr halb Schleswig-Holstein. Also Rendsburg, Schleswig, Husum, Heide. Was ist denn da? Das kann ja nur ein Dorf sein. Erfte, pass auf. Erfte. Hast du jetzt gerade geschnipst? Ja. Richtig. Ja, genau. Oder Bergen-Husen. Das kann auch sein. Wobei, das ist nicht genau in der Mitte.
Wie viel sind wir denn? 31. Vorhin waren wir bei 35 oder 36. Ach, hör auf. Ja. Was für ein Spiel? Warface? Was ist ein Warface? Kennst du das, Chris? Nee. Und Chris, guckst du heute Abend Fußball? Bayern gegen Atletico Madrid? Was soll ich gucken? Fußball. Weißt du selber, ne? Also, guckst du heute Abend? Ich guck kein Fußball. Noch. Okay. Nee, aber kenne ich nicht, wie gesagt. Hab schon nichts von gehört. Chris und ich wollten vielleicht nochmal Need for Speed machen. Da war nur so eine Idee, ne? Ja, war nur so eine Randbemerkung, ne? Was jetzt genau? Bergenhusen oder Erfte, Paula? Die CSGO, okay. Na, vielleicht gucke ich mir das mal an. Der Chris, der ist ja nicht so der Ballerspieler. Nur Battlefield. Erfte, ah, okay. Erfte. Ach, bin ich gut? Ein paar Kilometer neben bin ich aufgewachsen. Also Heu ist durch, Silage ist noch ganz gut was drin. Mischration haben wir 39.000. Ja, okay. Dann mache ich das mal voll, ne? Ja. Bin ja auch Vermessungstechniker. Was du schon alles gemacht hast, Krishano. Wachdienst. Das beste Dorf ist auch in der Gegend. Tetenhusen. Oh, was ein schönes Dorf, sag ich euch. Was bist du jetzt? Du bist noch an der Dingens, ne? Oder ja, bist du auf dem Rückweg? Ich mache erstmal Gras und dann mache ich auch das Stroh voll. Ja. Ne, dass wir da erstmal wieder Ruhe haben, sag ich mal so. Ja. Und dass wir nachher dann die Mischration einfach nur wegholen müssen. Ja, klar. So, jetzt wäre nicht schlecht, wenn wir noch Gülle reinbringen könnten, ne? Ja. Wie gesagt, dafür haben wir aber keine Kohle. Und mieten wollten wir ja eigentlich nicht mehr. Nee. Ist dann die Frage, was machen wir jetzt, ne? Ja, das hat unseren ganzen Plan ja durch. Ja, leider. Wir hatten eigentlich noch was ganz anderes vor, mit Mist und alles. Aber es klappt ja jetzt alles nicht. Nee. Tja. Kannst natürlich nur die ganzen Tiere verkaufen, da haben wir es mal genug. Nee, nee.
Dann überleg dir mal was. Du kannst natürlich auch die Kartoffelgeschichte da bearbeiten und ansehen. Weißt du? Ja, aber wir brauchen doch nicht schon wieder Kartoffeln. Nein, aber da ist ja das Feld fertig. Lässt du links so einen kleinen Streifen übrig, damit wir bei dem Maisfahren da immer schon längst donnern konnten und konnte man da nochmal Weizen oder so anbauen. Ah, das würde ich erstmal lassen. Ja, haben wir jetzt aber was zu tun und hätten demnächst wieder etwas, womit wir Geld verdienen können. Aber jetzt verlassen wir uns komplett auf die BGA und auf die Tiere. Ja, müssen wir ja. Irgendwann sowieso. Kaspar Buchwald, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Hat Muck wieder nur? Tja, lass mich mal überlegen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist Gras fahren. Was meinst du mit Gras fahren? Wir könnten, hätten natürlich auch mal die ganzen Grasfallen, die auf dem Feld noch rumliegen. Nonstop Gaming, Leo, moin. Moin. Die hätten wir natürlich auch hier reinballern können erstmal, ne? Tja. Dass die von der Map runterkommen, die beiden. Ja, klar. Und ich glaube, die Silagebeine können wir hier gut reinballern. Wenn das da geht. Ja, die werde ich dir dann aber anders aufladen. Die werde ich dann mit dem Spikes aufladen und dann kann man hier mit den Silagebeinen da mal rein donnern. Ja. Das müsste einfach eigentlich funktionieren. Oh, Kasper Buchwald, thank you. Thank you. That's no problem when you use Danish. When you can write English, we can answer you. We hope we can answer you. Oh. That we can answer you. So, kannst du kein Dänisch? Dansk. Nur Dansk. So. Wo hängst du denn auch? Ach, du bist ja hin am Dingens, ne? Ja, ich bin doch hier immer noch am Arbeiten. Schon immer noch, ne? Schon wieder und immer noch. Ja. Und wieder noch. Es muss doch mal voll gemacht werden. Kümmert sich ja keiner drum außer mir. Tja, jetzt sind wir fast ausgearbeitet erstmal wieder, ne? Ah, Jess Borgsharden. He is Finnish. Finnish. From Finland. Wand ausschalten, B. So. Ach, guck mal, du kannst. Was machst du denn jetzt eigentlich? Du kannst auch hier alles am Band machen mit Schwenken und so. Ah. Okay. Was sagst du? Was machst du denn? Ich bin jetzt hier am Aufräumen, denn wir wollten den Hof doch aufräumen. Ja, wir wollten auch mal Anhänger und so wegbringen und austauschen und sowas. Genau. Kannst du dir mal überlegen, was? Ja, und ich bin jetzt hier ein bisschen den Hof mal. Müssen wir mal ein bisschen die Geräte mal auseinanderstellen, ein bisschen aufräumen. Das mal nach da, das vielleicht mal nach hier oder das mal nach da oder hier das mal nach dort. Ne? Was? Oder Chris? Ich würde ja fast sagen, dass wir den Fendt 39 erstmal weggeben. Ich würde den 820er eher weggeben. Ja, den 820er dachte ich mal behalten wegen, wenn wir sehen. Weißt du? Warte mal, ich guck mal, was kriegen wir denn für den kleinen Fan. Weil wenn wir nämlich einen einzigen Mistwagen haben, dann könnten wir nämlich auch Mist streuen. So, den kleinen Fan habe ich verkauft. Jazzbox Hardem, thank you for your following. Den hast du nicht verkauft. Doch, den 820 habe ich jetzt verkauft. Nö.
Doch. Weil da bei mir kein Geld ist. Ich fahre jetzt den 29er verkaufen. Ach, den 39er meine ich. Gibt ein bisschen mehr für, ne? Ja. Wie viel gibt's dafür denn? So, wenn ich den jetzt so, glaube ich, schon abgebe, 85.000. Gut. Weil, dann kannst du nämlich den Mistwagen holen. Ja, ich fahre jetzt erstmal den Trecker verkaufen. Moin Hotte! I speak a little bit German, but I understand it fine. Ah, okay, Ja. Kaspar Buchwald. Dann können wir ja mit dir Deutsch sprechen. Das nicht. Was ist denn hier los? Das Handy ploppt die ganze Zeit. Ja, ist das irgendwie am Tauchen oder so? Hört sich das immer an, wie so. Hotte 265, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Vielleicht sollten wir Lerium auch bald mal reinnehmen. Was meinst du rein? Ach, das ist Bauernbuch. Ah, Marcel und Iono, moin. Ne, ich hatte Bauernbuch vorhin schon geschrieben oder ihm schon angesprochen, dass das alles passt dann oder zu welcher Uhrzeit wie wir das machen. Ja, aber ich wusste nicht, dass das Bauernbuch ist. Guck mal, Kevin fragt auch gerade. Ja. Ich schreibe ihn. So, ihr müsst euch leider von diesem schönen Fentier verabschieden. Den möchte der Chris nicht mehr. Nein, das geht doch nur ums Finanzielle, Mann. Nein, das ist die schöne Backmap. Siehst Yeah. du oben auch in der Überschrift drinne? Genau, oben im Stream-Label kannst du das sehen. Die schöne Back, die gibt's beim Mod-Hoster. Hi, Raphael. Hi Raphael. Ist Roberto eigentlich schon heute da Ja, gewesen? Roberto. Ach, Chris. Roberto, der ist da. Der Du, hatte vorhin früher schon ein hatten paar wir Mal fünf geschrieben. Zuschauer, die konnte ich mir noch alle merken, ja? Bist du jetzt schon überfordert, oder wie? Ja, du nicht? Nö. Ich muss mal gucken, irgendwie nimmt das hier kein Ende. Was? Heute 32% erst. Bleh. Wir brauchen den Skorpion, ne? Ja, das ist ja alles nicht möglich und es gibt keine Bank auf Hagen steht. Sowas machen wir hier nicht. Nein. So, er. Für 102.000 kann ich mir verkaufen jetzt den Ja, schön. 39er. Und weg. Kannst du auch gleich hier den. Raphael, 135, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Dann kaufe ich den Strautmann, ne? Miststreuer. Wie viel kostet denn unser Dings? Ja, der Skorpion. Der kostet 105. Könnten wir auch kaufen. Nö, nee, wir haben ja jetzt noch zwei Stück, ne? Ja, also den Miststreuer von Strautmann. 65.000 kostet er. Gekauft. Ich hab's gemerkt. Ui, ui. Ja, der ist doch schier. Ja, ne? Mit dem, der hat da vorne so einen Aufbau drauf, ne? So ein Netz Ja, nochmal. ja, ja. Finde ich ganz cool. Hopsi, das ist eigentlich relativ einfach mit dem Feldkauf. Die sind alle trotzdem bewirtschaftbar. Da kommt auch nicht die Meldung, dieses Feld besitzen sie nicht. Sie haben einfach nur an den Feldeinfahrten die Trigger gesetzt. Mit Feld 1, 2, 3, 4, 5 und die für die PDA, wenn der Matze mal die PDA aufmacht. Ja, warte mal kurz. Ja, mache ich jetzt gleich. Die PDA, ja. Einmal hier und da. Da seht ihr jetzt auch bei Feld 9, dass da unter die 9 steht und so. Und das ist eigentlich relativ fix. Das Einzige, was nur nervig ist, die Feldgrößen anzugleichen. Das ist, kann man sich aber auch bei YouTube irgendwo angucken. Ihr müsst nur eins machen. Die Feldgrößen. Das ist, warte mal, Feldmap-Indikator. Was war das? Wie hieß das denn andere? Ja. Na, das sind eigentlich.
Das müsste die zweite Transform Group da drin sein. Damit markiert ihr halt diesen Bereich, der kaufbar sein soll. Das würde ich aber bei diesen Feldgrößen und bei diesen Feldern nicht machen, sondern die würde ich außerhalb der Map setzen. Joins, vielen Dank für dein Follow Soll und das herzlich willkommen. Tanzprobleme geben? Ja, das Ding ist, wenn du eher rechteckige Felder hast, dann ist das einfacher mit den Hm. Felddingen zu bestimmen, aber nicht bei so runden und Kann man auch machen, müsste mal pro Feld 30 Stück machen und das ist echt schlimm, weil du nie weißt, wie er sich. genau. Okay. Ja, wie hier, Amelias Papa, der vorhin da Danke, war. Raphael. Der hatte noch geschrieben, jetzt gerade wie im Güllebomber. Ich hätte jetzt noch 44.855 übrig. Wir bräuchten 45.000 genau. Dann könnten wir uns den Güllebomber mit 22.500 leisten. Ja, cool. Dann warten wir noch kurz, ne? Ja. Ich fahre schon mal den Strautmann holen. Genau. Oh, danke, Raphael. Vielen Dank. Oh, Raphael, da kann man auch irgendwann mal so ein kleines Video machen bei YouTube, oder? Ja, also. Damit ich denen das einfach mal zeigen kann. Das ist ja echt eine Genau. Sache von 5 Minuten. Kannst du ja über Bandicam aufnehmen, was wir Ja, gekauft haben. genau. Das können wir dann ja auch mal schneiden. Da werden wir mal ein Video hochladen und zeigen wir mal, wie das funktioniert mit der schönen Backkarte. Dann kann sich das jeder. Genau. Obwohl wir könnten ja eigentlich auch nur die Fields-Datei hochladen, ne? Ja. Doch. Das wäre kein Ding, die muss sich halt nur jeder selber einfügen. Dann würde ich das bei Mod-Hoster hochladen, ne? Ja. Dann Vielleicht macht machen wir das das dann Feld und schreibt irgendwann dann eine mal. kleine Anleitung dazu, ne? Ja. Und dann, wenn. Das können wir echt machen. Gut, okay, das wäre dann aber hauptsächlich nur für die Schönebeck, ne? Ja, nur für die Schönebeck. Ja. Reicht doch, oder nicht? Ja, klar. So, ich fahre den Strautmann holen und bringe ihn dann direkt hoch zum Kuhhof. Moin, Daniels. Natürlich nicht auf Upload. Nein. Wobei, das wird, glaube ich, ganz schön lohnen. Nein, das machen wir natürlich nicht bei Upload. Wobei man natürlich immer denkt, ja, cool. Ah, okay, Raphael. Super, danke. Danke, danke. Moinsen, play Let's German. Moin, Ass. Was ist los? Ja, mein Handy muss ich mal auf lautlos stellen. Ja, das habe ich auch. Ey Leute, danke für die ganzen Abos und sonst was, was ihr macht. Naja. Sturmnudel. Ihr habt auch echt coole Namen. Ja, so wie De Boer oder so, ne? Finde ich Sturmnudel noch mal geiler. Du alte Sturmnudel. Papa, hi. Papa! Kaufst du gerade was? Nein. Oh, guck mal, wir können gleich dringend Güllebomber kaufen. Siehst du, jetzt kriegen wir durchgängig Geld. Ja, 25 Euro. Nee, jetzt geht die Kohle irgendwie runter. Ja, das steigt gleich wieder. Playlet German, was meinst du mit kennst du mich noch? Der Schirm war doch schon da. Ja, klar, da war der auf jeden Fall schon. Da kann ich mich auch dran erinnern, aber jetzt speziell irgendwo dran erinnern, also, dass du schon mal im Stream warst, das weiß ich. Und wie weit bist du? Ich bin immer noch bei Gras dabei, ne? Er arbeitet ja auch noch nebenbei weg. No, we in the moment we have no forest or
Work in the Forest. In the future we oder zukünftig Some wollen wir doch we cut down. Wollen wir doch später, oder? Ja. Yes, in the future we go in the forest, but now the next it's ja, wie sagt man das? It's a too expensive for us. Ja, genau, genau, let's play the German. So. 60 FPS durchgehen. Minecraft Steve, aha. Ah, okay. So, 56%, 59%, 9% sollte erstmal reichen, wa? Ja. Dann kannst du jetzt gleich den Strautmann hier auf. Ja, gut, aber wo wollen wir jetzt schon Mist draufbringen? Ja, auf das kleine Stück, wo die Kartoffeln runter sind, ne? Jetzt auf einmal, ne? Ja, dann können wir das danach umgrubbern. Ja, und können dann irgendwie Weizen oder sowas drauf ran donnern. Weiß nicht, ob ich da irgendwas sehen würde für ein kleines Stück. Trotzdem, das gibt Kohle, Mann. Wir brauchen Geld. Jetzt pass auf. Jetzt, was ist denn jetzt? Was machst du? Ich mach gar nichts, was ist denn? Sturmnudel HD, vielen Dank für dein Follow. Das meinte ich. Ah! Weil das hier schon wieder gerade übelst. Ich bin mal ganz kurz bei jemandem, ja? Leo. Was ist los, Minecraft Steve? Schon wieder da? Ja, ja. Amana, warum Amana? Wir können dir, glaube ich, nicht so richtig folgen. So, dann mache ich den schon mal voll im Miststreuer, ne? Wenn das für dich okay ist, natürlich, Chris, ne? Mach doch, was du willst. Ja, du fährst ja immer so gerne mit Dingens. Ne? Ich hole jetzt den. Wen? Ja, genau, du kannst den Dingens holen. Warte, ich kauf den eben. Kann ich auch. Nee, ich kauf den schon, ich mach das schon, kein Ding. Welche Farbe denn? Standardfarbe? In grün oder in einer anderen Farbe? In grau oder dunkelgrau oder weiß oder... Sag schnell. Weiß nicht, mach doch wie du möchtest. Standardfarbe oder schwarz oder rot? Immer Standardfarbe. Sollen wir rot, dunkelrot? Kannst auch dunkelrot machen, ja. Okay, ist gekauft in dunkelrot. Oh, ich hab's gemerkt, genau in der Kurve. 22.500 passt da rein. Dann können wir gleich noch was zur BGA bringen an Gülle, ne? Ja, werde ich sofort machen. Ja, und herzlich willkommen an alle 35 Zuschauer, die da sind. Wow. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, minus 6 Euro haben wir. Läuft. Minus 4, siehste, wir kommen immer im Plus rein. So, wie hässlich ist das Ding denn? Oh, lässt man einmal ihn kaufen, was, ne? Chris? Ja? Das passt doch gar nicht zu meinem Axion. Der soll einfach mal was anderes sein, als immer die gleichen Farben hier. Einfach mal was anderes sein. Ich muss ja mal die Reifen wechseln hier. Dunkle Farben, genau. Erstmal eben hier tanken, den Hanomag. Kommen auf jeden Fall ins Minus.
Gleich Spiel verloren. Game over. Kann man überhaupt verlieren bei LS? Ich glaube, ich hatte das schon mal. Aber ich glaube bei LS 11 oder so. Wie, dass du zu tief im Minus warst, oder was? Hm. Genau, genau so sehen wir das, Paula. Ja, das auf jeden Fall. So eine. Hi! Hi, hi. Hi, sei. Hi, sei. Ja, irgendwie hat der Hanomag hier einen blöden, der hat hier so einen tiefen Dingens, ne? Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ich würde den Hanomag fürs Ausmisten lassen. Ja, wenn die Tiere um nachts wieder Geld gehen, dann sind wir sofort mit 50 wieder im Plus. Ja. Wir kriegen jeden Tag 50.000 plus, also alles cool. Moin Mario Bart. Wir werden. Moin Mario Bart. ein Feld kaufen. Müssen wir noch bis morgen. Ja, das wird noch schwierig heute. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir wollen es ja so schwer oder ja, jetzt nicht so schwer wie möglich, sonst hätten wir ja noch auf schwer gespielt, aber ich sag mal so realistisch wie möglich, ne? Nicer Name. Ja, ja, kein Ding. So, dann habe ich schon mal eine Fuhre hier. Was? Achso. King Hose. Kann ich. Nee, dann ist gut. Ach, wer hat denn den Hanomag dahingestellt, bitte? Wo bist du denn? Hier oben am Viehhof. Achso. Ich fahre jetzt die erste Ladung Mist aufs Feld. Wo bist du denn überhaupt? Ich hole die erste Ladung Gülle. Oh, ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Ist gerade ohne Trailer hier lang gefahren. Wo bist du denn? Wo ist denn dein... Also das ist echt krass, was mit meinem Internet los ist, ne? Wo ist denn dein Trailer? Chris. Na, hier, hinten dran. Erzähl doch keinen. Och, komm doch her. Ich bin doch hier. Wo stehst du denn? Hier. Ja, du stehst da hinten beim Dings. Komm doch hier weiter hergelaufen. Hä? Hier bist du bei mir. Hier steht ein Trecker bei mir. Wo bist du denn? Ich stehe hier am Güllefass.
Wo ist denn das Güllefass? Ich stehe hier beim Güllebecken. Ich sitze doch jetzt neben dir drin. Ja. Uiuiuiui. Das war aber gerade ein... Ich glaube, das Universum... Oh, wir haben... Lua. Was haben wir? Lua-Fehler. Wo? Oh. Bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Wo denn? Das ist das Kottiger Rand. Kottiger Rand? Oder der Strautmann. Das ist der Strautmann. Bei mir gibt es überhaupt gar keinen Fehler. Ich sehe das. Lass mich mal bitte in deinen Trecker einsteigen. Ich sehe das Kottiger Rand doch gar nicht. Bei mir ist auch gar nichts da hinten dran. Also ich habe keinen. Nee, gar nicht. Bei mir ist alles Chico. Da muss er sich bei dir irgendwo aufgehängt haben. Herr Strautmann sieht echt schier aus, ne? Das Kottiger Rand? Wo hast du denn die Hänger hingestellt, die zwei Fliegel? Die hast du doch mitgenommen. Warum stehen die bei der WGA? Wenn du die abgestellt hast? Nee, eigentlich nicht. Du hast sie doch dahin gefahren und hast den Rest dahin gedonnert. Ja, aber ich habe sie ja wieder zurückgestellt. Bestimmt mal gerade was ganz gewaltig nicht. Nee. Was hast du denn gemacht mit dem Kottiger Rand, mit dem Räderwechseln und so? Ah. Siehst du den wieder? Siehst du den überhaupt nicht, diesen? Nee, gar nicht. Und bei mir ist er auch gar nicht gekauft. Bei mir taucht er gar nicht in der Liste auf. Aber du hast ihn ja gekauft. So vielleicht besser? Der ist gar nicht da. Ich synchronisiere, ich gehe mal eben hier raus. Also bei mir ist er da. Ja, ich komme jetzt nochmal rein, vielleicht liegt's da dran. Ich synchronisiere mal neu. Ich habe nur ein Warning drin und das ist wegen harmlos, die wir hier nicht haben. Hi Rocky! 23, 12, 15. Denke ich schon eine Rau. Nee, ich bin doch jetzt wieder da. Ja, aber. Chris, ich bin doch schon lange wieder da jetzt. Schnucki. 37 Zuschauer. Herzlichen Dank an alle. Alter, Leute, das ist für uns Rekord. Ja. Coole Nummer. Dafür, weißt du was? Auf diesen Erfolg schmücke ich erstmal eine. Ah, klasse. So, siehst du den jetzt? Wo bist du denn? Ja, wechsel doch einfach bei mir rein. Ja, jetzt sehe ich ihn. Und drück mal M. Ja. Ja. Cool. Das ist doch alles cool. Und jetzt hast du auch nur, wenn überhaupt, ein Warning drin. Ja. So, bis gleich. Okay, Rocky. So, dann fahre ich mal die Scheiße aufs Feld. Sturmnudel HD, was
Okay, super nett. Minecraft, Steve. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Hey yo, ja, ist alles in Ordnung. Hast du schon was dazu gesagt? Ja. Gut. Danke, Sturmnudel. Ich finde dein Nickname total genial. Nee, es gibt keine dummen Fragen, Raphael. Alles cool. Wir spielen eigentlich immer zu zweit. Wir ja, genau. Hauptsächlich, wenn es manchmal noch der Kevin damit dabei, wenn er schafft. Cooler Typ. Redet nicht viel, aber bringt echt das mal geile Kommentare. Ja, geile Sprüche bringt. Haut da ja, raus. Und dann haben wir noch auch noch einen sehr fleißigen Helfer, den Lerium. Und ja. Da darf ich nichts sagen an seiner Arbeitsweise, sonst kriege ich Ärger. Guten Abend, Adrian. Hi, Adrian. Oh, jetzt läuft das aber mit meiner Grafikkarte. Oh, ich freue mich schon. So. Wir machen das so. Ich habe das besprochen. So. Was? Nach unserer Feier, ne? Ja. Gehen wir los und dann auf jeden Fall das gleiche Setup, was du hast. Ja. Den werde ich hier behalten, das werde ich ausbauen und darüber werde ich mir so einen Streaming-PC dann bauen. Okay. Hi, Matze Bank. Daytona, cool. 6914, vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. Ja, Adrian, siehst du mal, bist du doch mal live dabei. Und der Streaming-PC sollte das dann ja auf jeden Fall schaffen, weil der i7 bleibt dann drinne. Ja, ja, klar, ich habe ja auch. Und den anderen nämlich zum Zocken. Ja. Und dann haben wir es so gemacht, bis Ende des Jahres alles hier im Club, was ich da verdiene. Ja. Wird dann in die Kiste gesteckt erstmal, damit ich am Ende des Jahres auch mit der zweiten 89 glänzen kann. Oh, dann will ich. Also so, dass ich wegen Leistung keine Probleme mehr habe. Ne? Matzebank 14, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns. Nee, TS haben wir nicht drin. Oh! Da sehe ich Matze. Oh, am Roberto. Haben. Roberto? Wo bist du? Ah, da. Aber ich verstehe nicht, warum ich jetzt immer so Probleme habe mit dem Internet. Das hatte ich ja vorher nicht einmal. Nee. Ne? Aber das wird sich am Morgen dann wahrscheinlich. Hallo Snoop, vor Bier. Adrian, 1909, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Hi, danke, danke. Snowbier. So. Dann wollen Snow wir mal wieder aufhören. Ja, oder Snow for Beer kann auch sein. Snowy. Teamspeak-Daten. Haben wir noch nicht, Adrian. Also, klar haben wir Teamspeak, aber der ist momentan halt nur noch für uns. Also, momentan nur für uns. Da werden wir später auf jeden Fall was für Community dann machen. Aber momentan ist der halt. So gesehen nur für uns und für das Team. Wir werden irgendwann nochmal einen zweiten Teamspeak haben, wo dann die alle rauf können in dem Sinne. Genau. Wenn wir dann zocken und so, aber dieser Teamspeak bleibt erstmal nur für uns. Schon ein bisschen krass.
Weil das ist ja nur Internetprobleme, ne? Ja, ja. Ist das anstrengend. Wieso habe ich hier halt ein Vodafone-Hotspot offen? Wie Vodafone-Hotspot? Ja, ich habe hier ein Vodafone-Hotspot. Aha. Das kommt von meiner Fritzbox her. Ja, das kann sein. Die macht einen Hotspot. Ja. Vielleicht muss ich den mal... Die Punkte, die bekommt man automatisch, Marzebank. Jede 10 Minuten ein Punkt. Ja, weil du ja aber auch, Ami Papa weiß, ne? Du bist ja auch vernünftig. Ich gehe mal kurz in die Fritzbox rein. Da muss ja irgendwas nicht richtig eingestellt sein. Hi, Morius! Ist das nicht Erik? Schönen Abend. Nee, das ist nicht Erik. Hm? Nein. Ach ja, Masterbank. Alle 10 Minuten ein Punkt. Also das geht automatisch. Dafür braucht man nichts machen. Und mit den Punkten könnt ihr später dann an Gewinnspielen teilnehmen. Irgendwas ist da. Glaub, ich weiß, wo das dran hapert. Aber ich glaube, irgendwas ist hier mit dem Strautmann nicht so richtig in Ordnung. Wieso? Weiß ich nicht. Er hat irgendwie... War der denn Multiplayer getestet? Ich habe mein Devolo-System noch gar nicht. Wie lange wir noch streamen, also heute oder jetzt gleich machen wir erstmal Feierabend. Und vielleicht sind wir dann heute Abend wieder da, oder? Chris? Ja. Also ich denke mal, ich mache jetzt noch hier den Partixbox. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen bei uns. Also ich mache jetzt hier noch den Miststreuer einmal voll. Und dann, wird erstmal für heute oder für jetzt erstmal Feierabend sein und vielleicht werden wir heute Abend wieder da sein und dann weitermachen auf der Map. Dann könnt ihr natürlich wieder weiter zugucken. Aber jetzt gleich ist erstmal Feierabend dann. Daytona, Fahrer für Mais haben wir jetzt eigentlich schon soweit. Also, das ist eigentlich schon durch. Wir hatten ja in den letzten Livestreams halt gesagt, dass man sich dann melden sollte, entweder über Facebook oder über die E-Mail-Adresse von uns. Und ja, das ist jetzt eigentlich durch, aber es wird ja nicht das letzte Event oder die letzte Veranstaltung bleiben. Das heißt, wir werden auch in nächster Zukunft nochmal irgendwie was machen. Aber momentan oder... Das ist eigentlich erstmal voll soweit.
So. Ich glaube, ich weiß, warum ich das Problem habe. Und? Ich muss immer mein Devolo-Netz erstmal. So, aber das war's dann jetzt erstmal für diesen Augenblick, für diesen Nachmittag. Wir, je nachdem, sind wir heute Abend wieder da, oder? Ja, wir streamen immer, wenn wir Bock haben. Wir haben keinen Streaming-Plan oder so, aber meistens sind wir einmal täglich online. Meistens abends, diese Woche wird es eher wenig, mehr sein, weil wir beide frei haben. Genau, wir haben beide Urlaub. Genau. Und im Facebook könnt ihr es aber immer verfolgen. Da schreiben wir es vorher rein und die Facebook-Seite ist ja unten verlinkt. Und da könnt ihr das dann immer sehen, wann wir dann streamen. Milkbucket HD. Hi, aber wir hören jetzt leider auf erstmal. Aber wir sind wahrscheinlich heute Abend dann wieder da. Ich denke mal wieder so rund um 8 Uhr, oder? Ja. Und erstmal vielen Dank an alle, die da waren. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für den Rekord, den wir jetzt geknackt haben, wieder mal an Zuschauern. Und ich hoffe, ihr seid heute Abend alle dabei. Und von daher sag ich mal bis heute Abend, je nachdem. Bis heute Abend. Ciao. Ciao.